Hey Leute, ihr willkommen zu einem Video zu Rollsters. Ich habe ja gesagt, dass ich mein Rollsters-Content abwechslungsreich gestalten will. Und deswegen gucken wir uns heute mal eine Rollsters-Animation an. Und zwar eine, die 54 Millionen Aufrufe hat. Das ist wohl auch eine fortlaufende Reihe und es kommen wohl immer noch neue Teile raus. Das Gibby die Toilet von 2020. Let's go, wir gehen rein. Falls ihr natürlich neu seid, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo lassen und helft als Zuschauer von diesem Video. Haben ihr abonniert. Hier ist eine Kompilation. Das ist ein Zusammenschnitt. Aus mehreren kleinen Clips, die der gemacht hat. Gesehen, ein Clip eben, der ging so 3 Minuten, also geht vielleicht alles so 3 Minuten, mal gucken. Ja, Shelly. Nutzt den Power Cube. Coco. Yep. Okay, ja. Gar nicht chaotisch. Buschcampen immer gut. Gute Strategie. Das ist ein Bull im Busch. Okay, es ist sehr chaotisch. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich alt bin. Oh, Tick war da schon im Spiel, als die Amazon rausgekommen ist. Leidenberg dreht. Er kriegt eine Schaufel gegen den Kopf. RIP Dynamike. Okay, Tick, du solltest fliehen. Lauf, Tick, no! Oh, der Kopf explodiert. Let's go, Tick. Fliehen. Okay, sie ist lustig gemacht. Chaotisch, aber lustig. Bull, ja. Jean, den zu greifen, ist nicht klug. Das ist nicht klug. Bull ist nicht ein Power-Cube. Shelly gewinnt aber die Runde. Wird ja super. Oh. Okay. Oh. Who got a Power-Cube? Oh, er hat gewonnen. Ach, er hat gewonnen. Das war noch das Erste. Er hat gewonnen, weil er hat nichts hingekriegt. Die eine... I get it. Piper. Oh, Close Range. Nicht so smart. Ja, du musst ein bisschen weggehen, Piper. Oh. Ja, das ist ein bisschen unfair. Piper, du musst auch Distanz kennen. Ja, gut. Kluge Piper. Klaut sich die Krähe. Oh. Shelly im Busch. Da sehe ich mich. Eine andere Shelly im Busch. Reaktionsfeld entscheidet, wer gewinnt. Oh. Oder wer der Super hat. Lass ihn schlafen. Lass Handy schlafen. Easy. Ja, lass ihn wollen schlafen. Oh. Okay. Gut. Ich bin Sandy. Ich habe gestern mein Video um 7 Uhr morgens aufgenommen. Das Video jetzt nehme ich halt am selben Tag, aber halt um 23.20 Uhr auf. In allen Videos, die in den letzten 2 Tagen gesehen habe, bin ich müde. Ich bin einfach Sandy. Finde übrigens gut, ich habe noch nicht erwähnt, wie Brocks Sonnenbrille auf den Sandhaufen liegt. Finde ich gut. Gutes Detail. Yay. Oh. El Primo. Primo. Die Team? Oh, wait, das ist episch. Das ist actually episch, lol. Die geht in ihren Busch. Ah, nee, sie ist gestorben, nevermind. Okay. Frank, kill die Krähe. Frank, du schaffst es. Du schaffst es. Oh. Schade, Frank. Okay, strong. Glückwunsch, Frank, du hast gewonnen. Wait, hat er nicht. Piper gewinnt. Nee. Piper hat gewonnen. Okay. Also gewinnt immer im Grunde der halt so ein bisschen lost ist, wenn das weiter so. Okay. Aber da steckt Liebe drin, merkt man schon. Poco wieder da. Dass die Shelly, also er stellt Shelly immer so als Peak toxisch dar. Ich finde, da gibt es andere Brawler, die viel toxischer sind. Vielleicht war es vor 3 Jahren noch anders. Muss ich mir halt, vielleicht gucke ich mir auch mal, ne, in einen, also falls ihr so Animationen, Reaktionen, falls ihr sowas interessant findet, mache ich das vielleicht einmal im Monat, alle paar Wochen. Ne, der hat hier noch mehr Videos gemacht. Wie gesagt, checkt das Originalvideo aus, auch hier. Wenn der mein Video claimen wird, akzeptiere ich, soll er machen. Bei Reaktionen habe ich da halt kein Problem, weil Reaktionen ist ja einfach so gesehen Klauen von Content, ne. Wenn die dann damit meine Reaktion Geld machen wollen, ist das völlig fein. Ich investiere ja natürlich auch Zeit,
Ne, ich nehme das jetzt auf für eine halbe Stunde, dann schneide ich das für eine Stunde. Ja, vielleicht nicht eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde ist einfach eine Reaktion. Aber das steht halt nicht im Verhältnis zu den Animationen, die der gemacht hat, wo der halt, für dieses Video hat er bestimmt 100 Stunden mindestens Arbeitszeit reingesteckt. Wollte ich kurz mal sagen, ich habe kein Problem damit, wenn Reaktionen geclaimed werden. Und ich finde YouTuber, die sich darüber aufregen, wenn Reaktionen geclaimed werden, sass. Sehr sass. Poco ist tot. Oh! Poco konnte fliehen. Oh! Lol. Alle im Busch. Ne, ich frag mich, wann Tima vorkommt. Das wird auch irgendwann passieren, dass Tima vorkommt. Geht auch im Busch. Oh, der arme Rico. Geht da nicht rein. Ja. Ja. Yep. Okay, scheint safe zu sein. Wetten, das ist trotzdem einer? Ja. Yep. Das war so klar. Yes. Es ist strong. Es ist strong. Es ist tatsächlich strong. Leon hat gewonnen. Manche Squeak war da schon im Spiel, weil Spike macht die Squeak-Soundgeräusche. Spike, du bist aber gut. Du bist aber gut. Du machst Leon eigentlich kaputt. Oh nein. Du wirfst Angriff raus. Nein, Spike. Keine Panik. No. Spike, no. Oh, Bibi. Got him. Auch was? Okay. Ey, der hat Spike voll süß gemacht. Bull ist eigentlich kein Problem für Spike. Ich sag's, wie es ist. Spike ist eigentlich ganz gut gegen Bull. Oh, B. Also immer, wenn ein neuer Brawler reinkommt, macht er quasi so ein Video, wenn er es zeitlich hinkriegt. Ja, ich muss mir mal die Videos angucken, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Das ist ja, der wird hier weiter gearbeitet haben. Hätte ich sogar echt Bock. Ich finde, die sind sehr cool gemacht. Oh. Oh no. Oh no. Biene, oh. Pff. Oh nein. Die hat gewonnen. Wer gewinnt die Runde? Warte, hatten wir noch einen Poco? Wer könnte noch die Runde gewinnen? Wer könnte noch nichts tun? Irgendeine Penny lebt noch, oder? Wie können sie wenigstens gegenseitig, dann gewinnt jemand, der... Poco lebt noch, stimmt. Staubt er ab? Let's go, Poco, let's go. Er ist es. Da geht eine neue Runde rein, er stirbt direkt. Poco, es war eine Runde zu viel. Poco-Spieler, es war... Ja. Oh, du schau dann jetzt. Er kriegt eine Shelly als Teammate. Ist nicht zufrieden darüber. Auf die Kiste. Sie geht auf Gegner. Und stirbt. Ja, das ist die Duo-Schulter-Erfahrung. Nee, kann sie nicht. Jesse sieht nicht. Oh. Wieso ist er ein Ei? Der Angriff kann ja springen. Oh nein. Okay, welches Team gewinnt jetzt das Duo-Showdown? Oh, ey, es sieht langsam aus, aber er ist im Vollsprint. Er ist im Vollsprint, er gibt sein Bestes. Jesse, ihr lebt ja noch. Lol. Hä? Hau. Ja, ein Schuss, er jumpt. Okay. Mhm. Wie er einfach Shelly hasst, ne? Die Jesse wird das gewinnen am Ende. Fungus. Jetzt wird irgendwas kommen, was Ablenkung ist, und dann wird Jesse am Ende gewinnen. Die battlen jetzt, Jesse wird gewinnen. Safe. Ich habe das verstanden. Oh, okay, Mort. Karl ist jetzt drin im Spiel. Mortis. Oh, Jessys. Springt der Angriff? Der Angriff springt. Ja. Gut. Ist die Frage, wird Jesse auch ihr Geschütz werfen? Ja oder nein? Naja, es ist oft hier das Prinzip in den Videos, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Jesse wird sich freuen. Jesse, oh. Oder auch nicht. Gesendet. Oh, Level 8.
Oh. Ja, RIP. Nicht ranziehen. Nicht ranziehen, Jean. Oh. Warte, was? Oh, er ist ins Giftgas gelaufen. Er ist ins Giftgas gelaufen. Ehrenmann. Ehren-Jean. Oh, der 8-Bit. Lauf weg, Jesse. Oh, das... Der Tower. Shelly kommt jetzt und rettet. Shelly kommt jetzt. Shelly kommt jetzt und klatscht das. Jesse stirbt, Shelly kommt und klatscht das. Nee, Shelly blockt. Ja, yep. Shelly ist der Held. Shelly ist der Held. Oh. Hä? Huh? Oh. Ja, okay. Der Shelly-Hass, ne? Der Shelly-Hass ist so groß bei den Typen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Shelly so sehr hasst, wie er das tut. Okay. Oh. Leute haben übrigens gesagt, dass das Gadget nicht gut ist und das andere besser ist mit dem Betäuben. Das mag wohl sein, aber das, wo er sich dreht, finde ich lustiger. Deswegen habe ich das halt gespielt in meinem Video gestern. Das ist alles. Er killt sich selbst, oder? Nein. Oh, er hat keinen einzigen getroffen. Ja. Rip deine Mike. Okay, wer ist der Underdog in der Runde? Es gewinnt immer der Underdog. Wer? Nita. Nita gewinnt das. Oder? Oh. Nita lebt noch. Nita kann es also noch gewinnen. Penny? Yes! Mit dem Geschütz. Ich sag. Nita gewinnt das. Nita gewinnt das. Nita wird MVP sein. Sie gewinnt das. Piper auch da. Jackie auch jetzt da. Hat viel Leben. Müsste Piper ein paar Mal treffen? Wait. Oh no. RIP Piper. Okay, er hat jetzt auch Gadgets. Ja, er hat jetzt auch Gadgets eingebaut langsam. Ames ist auch da. Primo. No, das ist eine Falle. Ames, das ist eine Falle. Don't. Don't, das ist eine Falle. Showtime. Nope. RIP Ames. Hä? Loser. Look at me. Sprout ist auch schon drin. Ja gut, Close Range brauchst ein bisschen, bis man damit einen Kill macht. Oh. Oh. Yep, RIP. RIP. Nita wird gewinnen, ich sag's nochmal. Nita ist der Underdog in der Runde. Immer der Underdog gewinnt. Ich weiß zwar nicht, wie Nita wird ihren Bären beschwören. Der wird ganz monströs aussehen und irgendjemand killen. Okay. Gute Idee. Third Party. Gute Idee. Gute Debo. Mitgedacht. Ja. Penny wirft ihr Geschütz. Lässt es explodieren mit dem Gadget. Oh. Oh. Ja. Er hat es aber trotzdem geworfen. Ah. Oh, sie ist ausgewichen. Jackie lebt noch. Oh. Nita? No, Nita, du musst gewinnen. Du musst gewinnen. Come on, du bist der Underdog. Der Underdog gewinnt immer. Sie wird einfach angesprochen. Der Bär! Der Bär, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab ein riesiges Gehirn. Sehr gut, Nita. Nita. Nita lebt wieder. Hat es gereicht? Hat gereicht. Wait, Jackie lebt noch. Gewinnt Jackie das? Good. You
Das ist das erste Mal, dass nicht der andere Flug ist. Ich kann nicht sagen, wer gewinnt. Oh Gott. Episch. Episch. Zweiter Platz nur. Trotzdem gut. Nee, du hast Plus gemacht. Kein Grund, traurig zu sein. Sie ist Dritte? Also, wer hat gewonnen? Dynamike hat gewonnen? Diese Animation vom größten Shelly-Hater aller Zeiten, weil hier hat der eins gemacht, das ist sehr aktuell, vor 3 Wochen. Würde mich einfach mal interessieren. Na, wir sehen, ich habe da einmal Tor geskippt, um zu gucken, ob die Animation ansatzweise lustig aussieht. Ja, nur kurz das sagen. Sorry, mich hat das sehr unterhalten. Ach, jetzt so ein Creator-Code. Trag den ein. Trag den ein. Trag den Creator-Code von dem Boy ein. Ne, Blast, trag den einfach mal ein. Finde ich, hat er verdient. Werde ich auch machen. Wenn ich mir irgendwas kaufe, ich trage seinen Creator-Code ein. Let's go. Der Affe wird wahrscheinlich gewinnen. Ja. Yep. 2 Kisten. Gönn dir. Jop. Hat er Bock drauf. Gönn dir, Kult. Yes. Ist da keiner... Oh, der Affe kommt und klaut das. Okay, ja, das ist eine gute... Und er haut es ab. Er spuckt den anderen Tod ab. Ja, yep. Gut. Der Affe wird gewinnen. Der Affe wird am Ende gewinnen, 100%. Er klaut einfach alles jetzt. Dein... Oh, dein Mike. Mortis sniped ihn. Oh oh, da liegen schon Minen. Und oh, der ist auch noch betäubt. Ah ja, RIP. RIP Mortis. Ja, die Betäubung ist cool. Die Betäubung ist cool. Der Affe kommt. Oh, die Affen haben Affengeöl. Oh. Yep. So sehen sehr oft Solo-Shooter-Lobbys aus. 1000 Mal der Affe. Frank, du hast keine Chance. Frank hat wirklich keine Chance gegen den. Es ist halt echt so, Frank. Es ist so schwer, mit Frank den Affen zu killen. Du hast... Frank, gib auf. Ernsthaft, gib einfach auf. Es ist nicht möglich für dich. Ich bin gespannt, ob das Super vom Affen auch kommt. Sprout. Auch ein leichter Gegner. Ja, er jumpt einfach rüber. Hm. Ist die Frage, leckt der gerade Sprout ab? Ist die Frage, hasst er Shelly immer noch? Wird Shelly Slender in diesem Video drin sein? Ja oder nein? Ja, Sprout, du bist RIP. Du bist, ja, RIP. Nur Affen noch. Und ein Dynamike. Dynamike wäre der Underdog, aber hätte, glaube ich, keine Chance zu gewinnen. Get over here. RIP. RIP Dynamike. Oh, die haben alle super auch. Ja, was macht er jetzt? Also, die versuchen sich zu killen. Lebt noch wer? Der, warte, der Frank lebt noch? Oh! Oh! Frank ist ein Guter. Frank ist ein Guter. 3 Jahre. Es sind 3 Jahre her seit dem letzten Showdown of Chaos. Ja, starke Animation. Hat sich gelohnt, sich das mal anzugucken. Checkt doch mal hier den Kanal aus. Der hat zwar viele Abonnenten, aber ich finde, der kann noch mehr gebrauchen. So Videos sind halt immer Feier. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao.